Und damit wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Together Napoleon Total War mit mir, Stölle und Corporal. Und jetzt werden wir, warte mal, ich war britische Flotte, drei Raketenschiffe, weil ich mal unbedingt gucken wollte, wie das aussieht. Und Dennis hat eine kleine Überraschung, ich weiß nicht, was er machen will. Jedenfalls hat er mir die Gegner vorgelesen und die sind, ja, einigermaßen. Jetzt gucken wir mal, was er so hat. Du kannst ja mal deine Aufmerksamkeit auf dieses Ding hier setzen. Okay. Also ich habe ja nicht so viel Ahnung, aber es sieht so ähnlich aus wie der 122er. Ja. Aber es ist ein 140er. Mit 100, mit 18 Kanonen mehr. Okay, und mit fast 400 Mann Besetzung. Das ist die Santissima Trinidad. Das ist das größte Linienschiff, was je gebaut wurde. Okay. Das ist. Sieht auch ganz schön klappermäßig aus. Und was ist denn das da für eine kleine Tür da an der Seite? Die hat jedes Linienschiff. Echt? Das ist die. Ja, eigentlich. Also. Da kommen die Leute an Bord, einfach so. Das ist der Eingang für die Gangway. Jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen. Ich dachte immer, das geht so von einer Planke aus, aber stimmt. Naja, aber die Planke ist da angelegt. Bei so einer Größe. Die Planke ist da angelegt, deswegen. Nicer Scheiß. Ja, oder? Das Ding ist Bombe. Okay, dann wollen wir mal gucken. Oh, hast du drei Stück von den Teilen? Die anderen sind 122er. Kleinere, ja, kleinere, in Anführungsstrichen. Ey, die Zähne sind so hammer, das glaubst du nicht. Und dann hast du nochmal drei oder vier 74er. Oh, vier. Wo sind die? Vier, okay. Okay, wo soll ich meine kleinen Dinger, Nussschalen? Das sind wirklich mehr als Nussschalen, ey. Mehr ist das nicht. Stell die mal nebeneinander, wa? Ups. Und wieder in Windrichtung, wa? Na, so ein bisschen, ja. Die würde ich ruhig etwas weiter hinten behalten. Okay. Naja. Die halten nicht sehr viel aus. Und wenn sie hochgehen, glaube ich, macht das einen großen Knall. Okay. Ich bin schon weg. Oh, dass die sich immer. Na, so weit da hinten wieder auch nicht. Du musst ja erstmal rankommen. Aber. Halt. Ach so, nachher dann, okay. Nicht so weit. Dran. Weil ich denke, wo meine Santissima ist, da wird es auch ordentlich krachen. Okay. So. Und dann alle ein bisschen drehen. Zack. Ich finde nur schade, wenn sie schon so ein historisches Schiff dabei haben, warum sie bei den Briten nicht die Victory dabei haben. Das ist auch so ein sehr geschichtsträchtiges Schiff, was übrigens auch noch in Portsmouth in England steht. Habe ich auch schon selber gesehen, ich war auch schon auch an Bord. Das ist ja cool. So, machen wir los? Okay, ich setze noch die Segel, perfekt, so. Und dann lasse ich sie geradeaus fahren. Oh, und die Gegner sind ja auch ganz schön aus. Knackig, wa? La Corona, San Vincent Ferrer, San Miguel, San Blas. Da fällt mir ein, haben wir morgen die Spanisch-Hausaufgaben auch? Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht. San Mateo und Terrible. Das sind aber schöne Namen. Ja. Das finde ich komisch. Ich bin ein es sind ja Raketenschiffe, oder? Ja. Aber trotzdem steht hier Kanonenkugel, Kettenkugel und. Na, du hast ja trotzdem noch Kanonen an Bord. Ach so. Zusätzlich nochmal. Aber es sind ja nicht viele, wa? Es sind ja nur drei. Ach so, weiß ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, nur Front
Kanonen. Stimmt. Aber ich sehe gar nicht, wo hier die Raketen rauskommen sollen. Nee, das sind die Raketen da vorne. Dort hinten hast du 2 Kanonen. Das war's dann aber auch schon. Okay. Das ist ja süß. Ich will gar nicht wissen, was das für ein Größenvergleich wäre, wenn man jetzt mein Monster dazu stellen würde. Ja, ich fahr auch ganz außen. Hoppla, überfahren. Entschuldigung. Was ist mit einem Schiff los? Das dackelt. Da war ja was im Weg. Warum dackelt mein eines Schiff so hinterher? Weiß ich nicht. Das hat die Segel eingeholt. Warum das? Keine Ahnung, vorhin wurde es noch nicht so angezeigt. Oh, gleich gibt's Kloppe, ey. Du mach schon mal so an mein Schiff ran. Oh, autsch! Das tut weh. An welche soll ich denn ranzoomen? Zu spät. Schon gefeuert. Geh mal hier an deine 140er. Das meinte ich, glaube ich, eigentlich auch. Zack. Aber deine fährt ein bisschen vorbei, wa? Es ist groß. Es muss auch. Brauch genügend Platz zum Wenden. Dein muss ich mal meine Aufmerksamkeit hier. Und meine kleinen Nussschalen, die müssen jetzt erstmal. Erstmal hier überholen. Du solltest mal deine Teile hier mal ein bisschen ranbringen, ansonsten nehme ich die alle weg. Ja, ist doch alles geplant. Ich muss ja erstmal die Gegner ein bisschen umfahren. Nicht, dass ich da in die Dings komme. Deine Ziele aktualisieren. Für eins meiner Schiffe sieht es gerade nicht so rosig aus. Boah, was macht denn jetzt? Das war's. Wie habe ich das Ganze jetzt schon verpasst? Nee, aber gerade hat es eins meiner 74er zerlegt. Mehr oder weniger. Oh, schnell hin da. Leute. Ich glaube, ich muss mal die Formation auflösen. Ich glaube, das wäre von Vorteil. Dein eines flieht gerade, wa? Ich hätte die doch alle zusammen agieren lassen sollen. Naja, hinterher ist man immer schlauer. Großbritannien hält sich da ein bisschen raus. Schweinehunde. Ich muss ja alles aushalten und ihr schippert da hinten rum während der Kreuzfahrt. Aber wenn man auch so die kleinste Bewegung zur Seite macht, dann hören die schon wieder auf, hier irgendwie zu fahren. Ja, also ich verliere hier gerade irgendwie ein Schiff nach dem anderen. War doch nicht so clever, die da rumzubewegen. Eins hat sich gerade ergeben. La Corona. Das ist so schön. Die steht auch noch für die spanische Krone. Das ist ja sehr aufbauend.
Da schießen sich die Werbe selber ab. Jetzt habe ich allen mal so ein bisschen einen Weg vorgeschlagen. Versuch mal, meine Schiffe da ganz schnell rauszukriegen. Okay, das Ding hat sich, glaube ich, auch erledigt. Was ist denn besser, gegen den Wind gar kein Segel war? Ja, in dem Fall schon. Au, oh, jetzt kommt eine Breitseite. Und noch eine Breitseite. Oh, das sieht nicht gut. Oh, oh. Autsch. Das tat weh. Gerade Wind gekriegt? Ja, so von Weitem ein bisschen was gesehen. Die Santo Paulo hat es gerade auseinandergenommen. Böses Ding. Böses Ding, ey. Bisschen in. Boah, die brauchen ja echt Jahrzehnte, eben mal ein bisschen auf Trab kommen hier. Damit habe ich alle meine 74er verloren. Also jetzt wäre ein bisschen Unterstützung echt nice. Ich komme schon, ich komme schon. Oh, da kommen sie schon. Da kommen die Raketen angeflogen. Hui! Wollen wir hoffen, dass sie auch treffen. In die Niederländer rein, war? Aber knapp davor sind sie eingeschlagen. Oh, doch, nee, eine hat getroffen noch. Die werden gerade ein bisschen von meinen Linienschiffen auseinandergenommen. Ich glaube, die halten nicht mehr lange aus. Der eine brennt sogar. Ja, ich glaube. Ja. Ich weiß nicht, ob du das jetzt warst oder ob das meinen Linienschiffen zu verdanken ist. Oh, warte, da kommt noch mal was rüber. Ein Glück bin ich weit genug entfernt, ey. Oh. Oha. Boah, richtig schön rein in die Menge, oder? Nee. Naja, ein bisschen. Aber knapp. Oh oh, meine eine Nussschale wird angegriffen von dem. Oh, der eine hat getroffen. Eine deiner Raketen hat richtig gut getroffen gerade. Ja? Aber mein großes Schiff brennt gerade. Kann man das löschen? Na klar, kann man das löschen. Ich weiß zwar nicht gerade, wie es in Brand gesteckt wurde, aber. Ich werde es zu verhindern wissen. Gut, das war schon wieder. Eines unserer Schiffe zieht sich aus dem Kampf zurück. Ah, okay, mein eines Schiff flüchtet irgendwie. Lichterloh. Das ist mein Schiff. Oh. Oh, scheiße. Hoppla. Aber da du es gerade erwähnt, ich könnte mich ja mal hier aus dieser Zone zurückziehen, weil ich stehe ja unter Beschuss.
will mal hier ein paar Raketen von mir sehen. Ich sehe hier kaum was. Doch, jetzt feuerte meine eine Seite. Ey, komm, das eine Schiff sinkt hier doch eigentlich schon. An den Spanier habe ich gut getroffen. Das ist schön, das war meiner. Sei froh, dass das Kilinien-Schiff war. Ah, nee, ich meinte dich auch gar nicht. Achso, du meinst den Portugiesen. Natürlich. Du hast ja eine andere, aber die sehen sich ziemlich ähnlich. Die Flaggen, ja. Löscht das Feuer, ihr Idioten. Jetzt nehme ich mit zwei Raketenschiffen einen auseinander. Hoffentlich war bald hier. Komm schon. Wo ist denn eigentlich der niederländische Admiral? Ich gar nicht. Komm jetzt, hier muss doch was gehen. Ach, da ist er ja. Was ist der? Wo ist der? Ah, nee, der portugiesische. Wo ist denn der portugiese hin? Ah. Haben wir den schon erledigt? Ah, nee, der ist da. Aha, oh. Scheiße. Sinkt. Mein eines Dingens sinkt. Und ich schieß auch gar nicht so. Ich hab mich gerade, glaube ich, selber entbastelt. Oh ja, supi. Bist du gerade in die Luft gejagt worden? Nee, aber ich höre nicht mehr auf zu löschen. So, ich, alle meine Schiffe sind weg. Toll. Tolle Hilfe. Also der eine könnte eventuell noch zurückkehren. Die anderen beiden sinken gerade. Der eine ist gar nicht mehr zu sehen und der andere, der ist da neben dir. Ja, aber eins meiner Linienschiffe hat sich auch gerade verabschiedet. Aber ich habe auch gar keine. Deswegen hat der nicht mehr gefeuert. Der hatte gar keine Kanonen mehr an Bord. Das ist natürlich doof. So, wo bist du denn? Welche Flagge ist denn deine? Das ist ein Die Fein. Mit dem roten Kreuz. Die mit dem roten Kreuz. Was steht bei mir? Heroischer Tod. Dein Admiral ist gerade getötet. Heroischer Tod, Stölle. Dieser edle Admiral starb, während er seine Schiffe von Deck aus befehligte. Sein Verlust wird ihre Sache erheblich schwächen. Ja, meine nicht, deine. Ja, unsere. Ah, der sinkt. Ja, der dritte sinkt auch. Also ich sehe von dir jetzt noch drei. Drei? Oh, der eine hat sich wieder beruhigt. Das ist ja schön. Und ich sehe zwei Spanier und ein Holländer. Nee, drei Portugiesen. Drei Portugiesen und ein Holländer. Zwei Holländer. Alle anderen sinken so allmählich vor sich hin. So. Jetzt ist er aber am Arsch, der portugiesische Admiral. Ist das der Admiral? Medusa. Der ist jetzt inmitten von zwei spanischen Linienschiffen. Das geht nicht gut für ihn aus. Aber dein eines ist ein bisschen. Oh, jetzt brennt der schon wieder. Oh, wird gerade. Scheiße. Was ist denn das jetzt? Die werden geentert. Wer von wem? Der Admiral entert gerade mein Schiff. Okay. Aber es sieht gar nicht so gut aus für den Admiral, oder? Naja, also. Nee. Nicht wirklich. Umschalten. Und jetzt, da ist es schön. Ergeben. Boah, jetzt. Jetzt kommt er da auch nicht mehr raus.
Ah, jetzt brennt der aber. Flieht auch wieder, ey. Können die sich auch mal entscheiden? Also das wird jetzt ausharren und warten. Was kann ich dafür, dass du so schnell abgeschossen wirst? Ja, scheiß Raketen, ey. Ich hätte gleich 15.000 Raketenschiffe nehmen sollen. Genau. Die Masse macht's, ne? Genau. Klar, genau. Oh, du wirst von hinten vom Holländer beschossen. Der fliegende Holländer. Na los. Einer muss jetzt gewinnen und der andere verlieren. Ja, das wäre hoffentlich ich sein. Oh Gott, nee, ich glaube nicht. Also, hier haben sich gerade noch ein Holländer und ein Spanier, ein Portugiese erholt und die kommen jetzt. Ja, der wird aber auch nicht sehr lange überleben, du. Ja, stimmt. Guck mal, der hat schon. Ja, genau. Mal ein paar Musketenschüsse hinterher und das Thema hat sich erledigt. Boah, der hat schon über die Hälfte an seinen Kanonen verloren und auch schon fast die Hälfte der Besatzung und oh, jetzt du böses Kind, du. Die haben mir meine 74er kaputt gemacht. Jetzt gibt's Rache. Ja, 122er. Und dem 140er, was nur noch 98 Kanonen hat, das Ding. Aber der Holländer sinkt, wa? Ja, aber dahinter ist noch der einer. Der hat, oder? Welcher? Der Holländer, der, den ja, gerade. Mein. Doch, guck, jetzt. Ein bisschen. Guck mal, jetzt springen sie von Bord alle. Jetzt werden sie ihr wahres Gesicht zeigen. Ja doch, kennt das. Ja, das ist ja nur von der einen Seite ordentlich beschossen. Feindlicher. Boah, da geht's gleich weiter mit dem Portugiesen. Naja, also. Die haben ja alle meine 74er kaputt geschossen, also. Sagen wir es mal so, es ist ein knapper Sieg. Das ja, auf jeden Fall. Ergeben. Der da hinten flieht. Gefecht ist vorbei. Ja, knapper Sieg. Aber. Aber gut gemacht, hab ich gut gemacht. Ja, darfst du dir mal auf die Schulter klopfen? Mach ich auch. Ah, das war doch mal ein nettes Ding, oder? Ja, sehr entspannt für mich. Ich konnte viel rumscrollen und ranzoomen. Na, auch kannst du mal die Kameratätigkeiten ein wenig testen, ne? Genau. Okay, das war's dann erstmal mit Let's Play Together Napoleon Total War. Mit mir, Stelle und Corporal. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.